Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Mittwoch, dem 7. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 982. Der heutige Podcast handelt um die folgenden Themen: The Line vs. Nintendo Switch, Symfonisk, Gigaset, Datenleak, Clubhouse und heute mal zwei. Ich beginne gleich mit The Line. The Line ist eine neue Serie, die es für Apple TV Plus gibt. Wer also abonniert ist, kann sich die angucken. Also zumindest bald, denn es wurde angekündigt. Und es ist nach For All Mankind anscheinend die zweite Serie, die begleitend zu der Serie auch einen Podcast mitgeliefert bekommt. Finde ich cool. Habe ich schon bei For All Mankind gesagt, dass ich die Idee dahinter extrem spannend finde, vor allem, da es ja sehr viele Serien und Filme, Podcasts gibt und da natürlich auch einen großen Nutzen daraus kriechen wird. Natürlich für all diejenigen, die solche Podcasts machen, ist es ein bisschen unspannender, denn das war ja eigentlich ihr Content, den sie bis anhin machen konnten. Aber es ist auf jeden Fall von der anderen Seite her. Weiter geht's mit einem Versus-Thema. In den Staaten ist es ja erlaubt, über ein anderes Gerät runterzumachen und das eigene hochzuloben, zumindest solange man nicht irgendetwas Unwahres erzählt und sich so unvorteilhaft ins goldene oder ins richtige Licht rückt. Und so jetzt wieder passiert etwas, was bei Microsoft in den letzten Jahren nicht mehr so oft passiert ist. Das war ja vor allem unter der Ära Ballmer so ein Riesending. Der hat ja da gerne geschossen in Richtung Apple und Co. Bei Herr Nadella, nennen wir mal so, ist ja das nicht so oft passiert. Doch jetzt eben wieder mit dem Microsoft Surface Pro 7. Der ist nämlich besser als das Apple iPad Pro. Das sagt zumindest Microsoft. Denn zum einen ist es halt nicht nur ein Tablet, sondern wirklich vollwertiger Rechner, sagen sie. Und sie sagen auch, dass es alleinständig stehen kann, weil Ständer integriert und nicht dazu kaufen. Kaufen, gutes Stichwort, es soll auch günstiger sein. Da vergleicht man das $880 Modell mit dem $1,348 Modell von Apple. Ja, kann man machen. Beide Geräte haben ihre Zielgruppe und ich glaube, da sind beide Geräte gut aufgehoben und müssen einander nicht torpedieren, denn wie gesagt, entweder mag man das lieber oder lieber das und wird damit glücklich oder eben mit dem. Weiter geht's mit Nintendo Switch und da gibt es ein Update. Für all diejenigen, die das automatische Update deaktiviert haben, können das Ganze natürlich auch manuell anstupsen. Was ist neu in der Version 12.0 drin? Man möchte oder könnte ja meinen, in der 12.0.0 Version, das sollte schon ein bisschen was mit drin sein. Das, was bekannt ist, dass man ein Problem behoben hat bei Sicherungen von Speicherdaten. Da hat es in seltenen Fällen automatische Sicherungen von Speichern unterbrochen etc. Irgendwelche Probleme, die wurden behoben. Alles andere wird man in den nächsten Tagen sehen, wenn Nutzer andere neue Funktionen oder Möglichkeiten mitbekommen. Habt ihr was mitbekommen, was ich nicht mitbekommen habe? Gerne her damit. Ich bin gespannt. Dann geht es weiter mit IKEA. Ich habe, glaube ich, gestern gerade erst darüber gesprochen, dass IKEA die Symfonisk Lampenlautsprecher einstellen wird. Der Grund könnte relativ klar sein, denn bei der FCC in Amerika, der Zulassungsbehörde, ist ein neuer Lampenschirm aufgetaucht mit Sonos-Kooperation. Es scheint also, dass halt einfach das aktuelle Modell in Rente geht und ein neues auftauchen wird. Ich halte euch am Laufenden. Wenn es da was gibt, werde ich gerne darüber berichten. Dann gibt es Neuigkeiten zum Hersteller Gigaset. Die machen ja nicht nur Festnetztelefone, die machen auch Android-Telefone, also Smartphones besser gesagt, und daher so im Ramsch-Sortiment, also Billig-Telefone sind das. Und die haben Updates bekommen. Ist ja nicht unbedingt was Alltägliches unter Android, aber ja, die gingen über einen Update-Server, der malware-verseucht war, und somit sind die Telefone jetzt malware-verseucht.
unschönes Thema. Aktuelle Berichte im Web sagen, dass man es komplett zurücksetzen soll und so hoffen könnte, dass es da behoben wird. Leider hat Gigaset, obwohl das Thema schon seit einigen Tagen auf dem Podest ist, auf dem News oder in den Blogsphären und in den Newsforen herumgereicht wird, noch kein offizielles Statement abgegeben. Sehr, sehr schlecht und sehr, sehr, ja, nicht unbedingt vertrauenserweckend, würde ich doch mal behaupten. Auch gestern habe ich euch davon berichtet, dass Facebook ein Datenleak-Problem hatte. Jetzt gibt es von Have I Been Pwned, ihr wisst, was ich meine. Von der Webseite gibt es die Möglichkeit, nach der eigenen Mailadresse, nach dem eigenen Telefonnummer zu suchen, um zu sehen, ob man betroffen wurde ist oder der eigene Datensatz da mit in der Datenbank auftaucht. Wer es noch nicht hat, sollte das vielleicht mal mit seinem eigenen Account testen. Dann gibt es noch Neuigkeiten zu Clubhouse. Die haben jetzt Payments eingeführt oder besser gesagt tun dies nach und nach rollierend. Aktuell testen sie es in kleineren Gruppen und nachher wird es dann für alle ausgerollt. Man kann neu eine Kreditkarte hinterlegen und so dann anderen Nutzern ein bisschen Geld in die digitale Waagschale legen, so Bezahlfunktionen für Räume etc. sollten damit möglich sein. Wie das Ganze funktioniert und läuft, das werden wir sicher in einigen Tagen sehen, wenn es dann auch die ersten Nutzer hier in unseren Gefilden mitbekommen haben. Zu guter Letzt habe ich noch das Thema heute mal zwei. Ja, heute gibt es noch eine Sonderfolge in dem Bereich der Daily geben. 2 Stunden nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Episode folgt etwas anderes zu einem Schweiz-Start. Was es genau ist, lasst euch überraschen, hört rein und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.